2020 Origins Football 8 Box Pick Your Team Break Nummer 1. Teams sind auf der rechten Seite. Danke an alle fürs Mitmachen. Here we go. Viel Glück. Neuer 8 Box Break kommt in einer guten halben Stunde bei Facebook. Falls einer mitmachen will, kann er da natürlich gerne Teams nehmen in der Gruppe. Also viel Glück. Here we go. Erste Box. Origins, eigentlich mit das beste Produkt, oder? Von Panini. Wer enttäuscht uns heute? Also, starten wir. Viel Glück. Mal schauen, letzte Base. Die letzten zwei oder nur die letzte? Ne, die letzten zwei sind Base. Alright. Also, starten wir mit Base für die Lions. Matthew Stafford auf 2,99. Dann haben wir Terry McLaurin auf 99 für die Redskins, Washington Football Team. Nächste Base geht an die Eagles, Miles Sanders, nicht nummeriert. Und noch eine unnummerierte, Shaquille Barrett für die Tampa Bay Buccaneers. Alright, erster Hit geht an die 49ers. Wie wär's mit Nick Bosa? Leider nur ein Jumbo-Patch auf 75 immerhin für die 49ers. Und Jalen Reagor, Rookie-Auto für die Eagles. Nice, On-Card, 24 von 25. Nice. 24 von 25, Reagor. Für die Eagles. Die Philadelphia Eagles hat Nicole. Alright, und der nächste Hit geht an Devin Duvernay für die Ravens. Patch Auto, nice. André, Glückwunsch. Das war was für die PC, oder? Würde ich sagen. Devin Duvernay, RPA. Stellen wir auch mal hier aufs Treppchen. Und starten mit der zweiten Box. Alright, here we go. Wir starten mit dem Base, dem nummerierten Base. Und zwar Khalil Mack für die Bears auf 2,99. Chicago Bears, Filler Team. Und Devin Singletary für die Bills auf 99. 71 von 99, schwer zu erkennen da unten drunter. Dann haben wir Base, nicht nummeriert, Kenny G für die Lions. Und noch eine Bobby Wagner für die Seahawks. So, show us some love. Wie wär's mit Jordan Love für die Packers? Leider nur ein Relic, Rookie Relic auf 199 limitiert. Rookie Relic für die Packers. Benjamin. Alright, erste Auto geht an die Colts. Jonathan Taylor. Indianapolis Colts, On-Card Auto. Christian wird sich freuen. Jonathan Taylor. Weiter geht. Oh, wir haben. Ne, ist nur ein Hit. Und zwar die Jets. LaMichael Perrine. Oder Perrine. Patch Auto, RPA für die Jets. Und Arne wird zum Jets-Fan heute. Hab ich gehört. Alright, next box. Here we go. Zwei sind Base. Schaut mir mehr. Nummerierte Base für Lamar Jackson. Ravens 2,99. Lamar. Und Numbered Base für die Packers auf 25. Aaron Rodgers. 22 von 25. Dann haben wir unnummeriert
Dwayne Haskins für Washington. Und Big Ben Roethlisberger für die Steelers. Dann haben wir den ersten Hit für Chase Young und die Redskins. Rookie Jersey auf 99. Dennis. Chase Young. Alright, Auto geht an. Wie wär's mit Devin Duvernay? Ravens. André. Schon wieder. Mensch, André. Das geht so nicht. On-Card Autograph. Nice. Das Leasing. Top oder so. Alright, wie wär's mit RPA für Gabriel Davis und die Bills? Mirko, nice, auf 99, Patch Auto. Buffalo Bills. Alright, next one. Go. Ich tue die mal eben aufeinander. Letzten zwei sind nummeriert und wir starten mit Amari Cooper auf 175 für die Cowboys. Und Number Base für Russell Wilson auf 99 und die Seahawks. Unnummerierte Base gehen an Derrick Henry für die Titans und Tyler Boyd für die Bengals. Alright, erste Hit geht an, könnte ein Patch sein, Adam Thielen, 9 auf 49, Relic. Geht's nicht? Wieso kann man nicht zurückspulen? Kann man echt nicht? Ich glaube, die haben irgendwas geändert heute. Wir haben Jerry Jeudy. Oh, Red Ink Auto für die Broncos und Benjamin. Okay. Wie gesagt, ich habe es eben nur angemacht, damit wir vorankommen. Jetzt tun wir mal den weg. Das Red Auto so lange nach vorne. Und RPA, wie wär's mit Zach Moss für die Bills? Nice. Oh, leider nur One Color. Aber Bills schon wieder. Wow. Mirko, läuft. Zach Moss. Das ist seltsam, ne? Ich weiß nicht, leider nicht, wie es nicht mehr geht. Hat YouTube das rausgenommen? Also wie gesagt, heute gab es Updates. Kann sein. Oh, wir haben eine 101 Printing Plate. 101 Printing Plate coming. Wir starten mit Karen Johnson auf 175 für die Lions. 101 Printing Plate geht an die Raiders. Josh Jacobs. Nice. 101 Mirko. Josh Jacobs und die Raiders. Las Vegas, Oakland. 101 Plates. Nice. Alright, zwei nummerierte. Und zwar haben wir Deshaun Watson für die Texans. Und Josh Allen für die Bills. Alright, Jersey geht an Justin Herbert. Chargers auf 199. Leider kein Auto. Rookie Jersey. Und On-Card Auto. DeAndre Swift. Nice. Für die Lions. Sehr cool.
Und Card Autograph. Und RPA für die Steelers. Anthony McFarlane Jr. RPA. Matthias. Pittsburgh Steelers. Sehr schön. Alright, jetzt holen wir mal den jetzt mal weg. Wir wechseln mal ein bisschen durch. Also drei Boxen haben wir noch. Wir starten mit zwei nummerierten Base. Und zwar Bobby Wagner, 175 Seahawks. Dann haben wir Falcons, Matt Ryan auf 299. Und nummerierte geht an Dwayne Haskins und Washington. Dann haben wir Big Ben nochmal für die Steelers. Alright, erste Relic oder Patch geht an. Ihr seht die jetzt noch. Wenn ich es jetzt hier unten liegen habe, machen wir es ein bisschen versteckt. Oh. Patch auf 199, Van Jefferson für die Rams. Van Jefferson für die LA Rams. Sehr hohe Limitierung. Alright, On-Card Auto geht an. Wow. Die Buffalo Bills, Zach Moss. Was ist los mit den Bills hier? Mirko, vierte Hit, vierte Auto, das ist unglaublich. Danke, Panini. Ich freue mich für Mirko, aber es kann auch ganz schön nervig sein. Tun wir die Jets mal weg, tun wir den mal dahin. Alright, und RPA geht an. Cam Akers und die Rams. Sehr geil, zwei Rams-Hits hier. Cam Akers RPA. Sehr schön. Alright, zwei Boxen noch. Also, Bill ist definitiv on fire hier heute, bisher. Schauen wir mal, was das jetzt gibt. Zwei nummerierte Base. Wir starten mit DeAndre Hopkins und die Cardinals auf 299 Base. Sowie Juju auf 75, oder ist es 79? 79, sorry, für die Steelers. Dann haben wir Base, Keenan Allen für die Chargers. Und Austin Hooper für die Browns. Erste Browns-Karte. Arne, für dich nur. Ey, Mirko, halt. Das reicht. Alright, erste Patch geht an Drew. Oh, John Elway und Drew Luck. Nice, Dual Patch. Wow, das ist eine geile Karte. Für die Broncos 8 von 25. Sehr schön. Sorry. 8 von 25. Ja, auch lustig, ne? Bei dem Elway gibt es ein Patch und bei dem neueren Spieler, wo es tausende von Jerseys gibt, gibt es keins. Aber sehr coole Karte für die Broncos. Die gefällt mir gut vom Design her, top. Das war was anderes, aber sieht gut aus. 8 von 25. Und Elway finde ich alltäglich. Alright. Und Karl Auto geht an. Schon wieder. Jerry Jeudy, Broncos Nummer 2. Diesmal Blue Ink, normal. Jerry Jeudy, zweite. Blaue und die rote. Ich denke mal, rot wird ziemlich short-printed sein. Alright, RPA geht an. Devin Duvernay, Nummer 2. Nummer 3 schon, wow. Panini hat es mal wieder geschafft. Jetzt kann doch nicht, mal ganz ernsthaft, Jungs. Ohne jemandem keine Hits zu wünschen, aber ist Panini eigentlich doof? Kriegen die überhaupt was hin? Mal ganz ernsthaft, ne?
Ich freue mich ja, wenn Leute viele Hits treffen, aber es gibt auch genug Leute, die halt nichts treffen. Und ist es wirklich so schwer, die Hits besser zu verteilen, dass nicht 10 Teams die gleich, oder 10, ein Team 10 Hits hat? Ich verstehe es nicht. Echt nicht. Aber letzte Box, Jungs. Wir brauchen mal eine Super Rookie Hits, oder? Ansonsten wird es knapp hier. Alright, die letzten zwei sind die Base. Wir schauen. Nummerierte Base. DJ Moore für die Panthers auf 2,99. Und Mr. Josh Jacobs auf 2,99. Zusammen mit der Printing Plate. Alright. Deshaun Watson für die Texans Base. Und Josh Allen für die Bills. Ich habe mal gar nicht die Bills. Alright, also drei Hits haben wir noch. Wir starten mit dem Relic oder Patch für, oh, Damage Corner. Das läuft. AJ Dillon. Patch auf 199 mit einer leider kaputten Ecke. Für die Packers, Benjamin. Müssen wir mal gucken, ob wir da was machen können. Ich weiß nicht, ob die es für einen Patch machen, aber ich glaube, die bieten hier eher Punkte an. Mal schauen. Alright, die letzten zwei Hits, Jungs. On-Card Auto zuerst. Und das geht an Denzel Mims und die Jets. Denzel Mims und die Jets. Also, letzte Chance für entweder die Chargers, die Dolphins oder. Wen habe ich vergessen? Also noch mehr teure Teams und die Bengals. Also letzte Chance auf eine RPA. Viel Glück, Jungs. Wir haben RPA von. Komm schon. Really? Jake from the Bills. Wow, auf 99 Bills mit Auto Nummer 5000. Wow, das war mal ein krasser Break. So, Jungs. Hui. Das war mal übel. Alright. Leider nicht der beste Break. Mirko hat definitiv abgeräumt, das freut mich wirklich. Ja, das kann einfach nicht sein, wirklich. Einfach eine Frechheit. Ich kann da leider nichts für, aber das ist ärgerlich. Also, Jungs, wir machen ein kurzes Recap. Wir haben Justin Herbert Patch oder Jersey auf 199. Wir haben Josh Jacobs One-of-One Printing Plate für die Raiders. Wir haben RPA oder eher Jersey Zach Moss für die Bills. Wir haben Jalen Reagor für die Eagles auf 25 Auto. Adam Thielen Patch auf 49 für die Vikings. Duvernay für die Ravens Auto. Chase Young, Relic auf 99 für die Redskins, Jonathan Taylor für die Colts, Jordan Love auf 199 für die Packers, wir haben RPA auf 99, Jake Fromm für die Bills, Denzel Mims für die Jets Auto, dann hatten wir AJ Dillon Patch auf 199, wir hatten für die Ravens Duvernay RPA, Jerry Jeudy On-Card Auto für die Broncos, Dual Patch, John Elway und Drew Lock, finde ich mit am coolsten vom Break, komischerweise. Auf 99 Gabriel Davis, sorry, für die Bills. RPA, für die Jets RPA, LaMichael Perrine. Wir haben Van Jefferson auf 199, Patch für die Rams und Devin Duvernay Nummer 2 RPA. DeAndre Swift On-Card Auto für die Lions. Wir hatten Zach Moss On-Card Auto für die Bills. Wir hatten Cam, meine Güte, sorry, Cam Akers RPA für die Rams. Für die Steelers Anthony McFarlane Jr. RPA und Red Ink Auto Jerry Jeudy auf 99 für die Broncos. Das war es leider schon für den Break. Danke an alle fürs Mitmachen. Break Nummer 2 kommt in knapp 9 Minuten. Also danke an alle. Bis dann. Ciao. Peace.